Hallöchen, liebe Kinder, ich heiße euch herzlich willkommen zu den letzten Locals mit dieser Spielmatte hier. Woran liegt das? Ich habe sie tatsächlich verkauft. An jemanden von meinem Discord, kommt auf meinen Discord, dort gibt es jede Woche Locals. Die habe ich auch wieder mitgespielt mit Magical Musket, Amazement und meine Fresse. Dieses Deck ist insane. Also, es gibt einen wichtigen Change, den ich machen würde. Einen sehr wichtigen Change und das ist Spielt 3 alle Kino. Aber abgesehen davon, meine Fresse, es ist echt heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig. Du kannst einfach mit Amazement jetzt in Musket Kasper und Starfire Chain blocken. Und Kid Brave, I guess, aber es kam nie auf. Ich habe nicht einmal Kid Brave resolved. Aber wie auch immer, darauf gehen wir gleich ein. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich gegangen bin oder wie viel da platzig geworden bin. Eigentlich wollte ich das Deck Profile schon viel früher aufnehmen, allerdings dachte sich mein Körper einen Tag nach den Locals, hey Bruder, fick dich. Ich weiß, heute ist ja Samstag, heute wolltest du eigentlich aufnehmen. Was sagst du dazu, wenn du jetzt einfach mal krank wirst? Ja, und dann war ich krank. Wir vielleicht noch eventuell ein bisschen raushören könntet, bin ich immer noch krank. Ich habe ja die Bandits Reaction auch krank gemacht, also ja, keine Ahnung, wird schon bis Freitag gut sein, da werde ich außer Haus sein und dann bis dahin muss ich gesund sein, aber ja. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Danke für die paar Kerle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Ihr seid einfach... einfach toll. Wie dem auch sei, starten wir. Nach dem Intro. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Ich muss euch nur nochmal das Intro reindrücken. Ne? Es gibt unironisch Leute, die sagen, yo, Goche, dein Intro ist kacke, was ist denn los mit dir? Dann frage ich mich, was ist denn los mit dir, mein Guter? Legen wir los mit dem Deckprofile. Drei Kasper, muss ich erklären, was die Muskets machen? Ich habe das Deck jetzt hier schon dreimal auf Locals gespielt, ja? Ich denke mal, ihr wisst, was Muskets machen. Drei Starfire, habe ich das Starfire genannt? Anyways, dreimal die beiden Guten. Kid Brave hatte heute literally keine Action. Ich habe ihn immer nur genormelt, bin dann in Max gegangen oder habe einfach gepuncht. Also actually, ich habe nie mit ihm gezogen. Ich hab ihn einmal aktiviert, tatsächlich, dann wurde er geashed. Nice. Zwei doch, vollkommen Standard und ein Wild. Wie euch vielleicht auffällt, hier ist keine Calamity. Die würde ich halt noch ergänzen, denn wenn da einmal der Wild aus der Rotation raus ist, ist es wirklich schwer zu grinden. Also ihr könnt nicht lange genug grinden. Gott sei Dank habe ich heute nie ein Grind-Game. Aber prinzipiell kann Musket die meisten Decks outgrinden, weil eben Wild und Calamity existieren. Und Calamity ist halt ein geiles Target für Starfire, die ihr direkt aus dem Deck pfeffern könnt. Und deswegen musste ich heute mit Starfire, um eine Rang 4 zu machen, ein Wild aus dem Deck special. Was Bullshit ist, weil ihr kein Grind-Game mehr habt. Aber daran habe ich halt nicht gedacht, als ich das Deck gebaut habe, als ich mir gedacht habe, yo, cutten wir Calamity. Also spielt Calamity. Mit anderen Worten, genau das. Ja, dann spielen wir zwar alle Kino. Reasoning war, ich musste eine Karte cutten und mein dritter ist Englisch und nicht Deutsch, deswegen hat mich das ein bisschen gestört. Aber Spiel 3 war halt mein erster Gedanke, den vielleicht runter zu cutten, weil, oh, die meisten spielen ja nur zwei. Ich spiele obviously auch noch drei Time-Ticket, die Karte ist insane. Und sieht in diesen wunderschönen Höhlen eigentlich auch ziemlich, ziemlich sick aus. So, keine Ahnung, irgendwie, diese Höhlen haben was, so not gonna lie. Nicht, dass ich sie jetzt immer benutzen werde oder so, das ist auch wieder zu viel des Guten, aber die sind schon nicht schlecht. Time Ticket ist so insane, Mann. Adikido ist auch so insane, spielt einfach beide auf 3. Time Ticket triggert eure Muskets, ist einfach ein besserer Nadir-Servant, weil sie euch nicht aus dem Extra-Deck lockt. Okay, ihr könnt das Going Second einfach, wenn ihr, legit, wenn ihr Kasper oder Starfire plus Time Ticket eröffnet und das resolved alles davon, habt ihr gewonnen, basically. Das ist so viel Advantage, es ist so insane, Mann. Vor allem, also wenn ihr noch eine zweite Spell oder, habt oder ein Trap habt, die ihr aktivieren könnt, ist es mit Starfire natürlich besser. Aber sagen wir mal nicht, wenn Norman Kasper machen das, NAD Kino, Kasper Search uns eine Desperado poppt eine Karte Special AD Kino. Digga, das ist insane. Also das sieht jetzt vielleicht nicht so insane aus, aber vertraut mir einfach, das ist actually insane. Das hat wirklich mehr Synergie, als es so aussieht. Also, ja, keine Ahnung. Ich empfehle euch, testet es einfach mal auf Dueling Book und ihr werdet sehen, es ist insane. Aber wie gesagt, spielt 3 alle Kino, ich hatte halt keinen Platz mehr dafür. Eigentlich hatte ich genau einen Plan, was ich dafür cutten will. Ich hoffe, das fällt mir jetzt noch spontan beim Deckprofile ein. Wenn nicht, dann tut mir das leid, aber müsst ihr selbst euer Köpfchen einschalten. Wie gesagt, ich habe dieses Deck vor, heute ist Mittwoch. Vor 5 Tagen auf Locals gespielt. Ich wollte schon viel früher aufnehmen, aber Mann, kam halt was dazwischen, wie gesagt. Krankheit sackt. Imagine, du wirst einfach im Sommer krank. Was soll denn die Scheiße? So, du wirst im Winter krank, nicht im Sommer. Digga, was? Ah, ich kann mich nicht genug drüber aufregen. Anyways, Spells. 3 Cross-Domination, obviously. So insane. Yo,
Tri-Brigade Zoo Matchup mit diesem Deck ist so unglaublich free, denn wenn der Gegner nicht gerade 1000 Handtraps, also wenn ihr nicht gerade Droll oder so kassiert, Fick Droll! Fick Droll! Ich kann es nicht oft genug sagen, Fick Droll! Wenn ihr gegen Tri-Brigade Zoo an die Karte rankommt und dann vielleicht noch einen Max Resolve, ihr habt sowas von gewonnen. Das ist so eine gute Karte gegen Tri-Brigade. Es ist einfach eine suchbare, bessere Impermanence. Es ist so gut. Diese Karte ist so insane, allein schon Grund, dieses Deck zu spielen. Es ist so nice, Mann. Tri-Brigade Zoo Matchup ist einfach gut. Punkt. Und ich weiß ja nicht, wie gut das Deck jetzt noch sein wird. Vielleicht ja immer noch Tier 1, vielleicht Tier 2. Ich sehe mehr so Tier 2 oder Rogue. Aber bei Rogue ist, glaube ich, wieder zu wenig des Guten. Tri-Brigade ist halt echt insane. Ich glaube, auch ohne Dryden ist das Deck noch durchaus Tier 2 oder irgendwie höher. Keine Ahnung, leck mich am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Mit dieser Liste, ihr habt ein gutes Matchup dagegen. Kann ich nicht anders sagen. Ist insane. Dann 3 Prosperity. Nach wie vor, ihr müsst die spielen. Honestly, die ist dringend benötigte Consistency. Desires ist Trash. Tut's nicht. Vor allem, wenn ihr so ganz viele One-of-Engine-Pieces spielt. Und ganz viel Engine-Shit spielt, den ihr im Idealfall nicht banishen wollt. Sowas wie Cyclocoaster halt auf 1. So, wollen wir nicht banishen. Oder Dance the Needle auf 1. Auf mehr als 1 sagt die Karte, aber wir wollen halt immer Access dazu haben. Ist Bullshit, wenn wir die banishen. Deswegen kein Desires. Und allgemein macht das Grind-Game kaputt. Deswegen hasse ich das allgemein, wenn Leute das in Musket spielen. Ich verstehe nicht, wenn Leute das machen. Nehmt einfach Prosperity und ihr werdet sehen, wie gut das ist. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, tut mir das schrecklich leid, aber das ist schon lange kein Budget-Deck mehr. Budget Replacement wäre, ach Gott, weiß ich nicht. Irgendeine Power Spell, weiß ich nicht. Dark Rule, aber die spiele ich halt so auch schon. Keine Ahnung. Prosperity ist viel zu insane in diesem Deck, so honestly. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch ohne empfehlen würde zu spielen. Also budgetmäßig klar, aber wenn ihr damit wirklich was toppen wollt, aber sagt, ich kann mir kein Prosperities leisten. Ja, Bro. Keine Ahnung, verkauft deine Galle oder so. Verkauft deine Grafikkarte. Am besten an mich, Smiley Face. Ich brauche eine. Und dann habt ihr bestimmt genug Geld. Und die sind so, auch so hyperinflated zurzeit. 3 Darkruler. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, wie ich das sagen wollte. Absolut insane, Mann. Das ist komplett free gegen manche Decks. Gegen so Decks, die vielleicht 2 Monster rauspumpen, die da als Interaction dienen und keine Backrow. So, GG. Basically. Dann werdet ihr halt immer noch gedrollt und verliert deswegen trotzdem. Beziehungsweise mit dem Deck hier jetzt. Musket verliert nicht ganz so sehr gegen Droll. Ihr müsst halt einfach aufpassen, dass wenn ihr wisst, dass der Gegner einen Droll habt, dass ihr nicht sucht, bis ihr Max benutzt. Und wenn Max resolved, dann, GG. Basically. Oder alternativ. Selbst wenn ihr gedrollt werdet. Ja, ich habe auch, wenn ich gedrollt wurde, einfach mit Max manchmal einfach 2 aus dem Deck gespecialt, weil ich ja nicht suchen konnte, aber ich wollte Max machen. Und das hat mir dann immer noch irgendwie gewonnen. Du hast dann ja Link-Plays. Nicht, dass ich die heute genutzt hätte. Ich habe heute actually kein Link-Monster außer Max beschworen, aber trotzdem ziemlich, ziemlich nice. Dafür ist einfach insane. So. Called by. Gibt's halt sowas zu sagen? Ist insane going first, ist insane going second, ist immer insane. Banish Ash. Nice. Dann haben wir ein Double or Nothing. Die würde ich probably cutten, ehrlich gesagt. warte mal. Ich muss mir überhaupt erstmal kurz wieder überlegen, was ich reinpacken wollte. Also, genau, die wollte ich wieder reinwerfen. Und sonst, ja, eigentlich nur die beiden, ne? Dann kann ich euch gleich sogar sagen, was ihr cutten wollt. Cuttet die Karte. Utopia Double Package kam nicht auf. Und ich denke, Lightning wird's auch tun. Bin mir halt unsicher. Ich weiß nicht, ob ich Double cutten würde. Ich habe halt die dauernd gezogen und das war voll kacke. Und du kannst halt auch ohne Utopia Double gewinnen, auch wenn es das manchmal einfacher macht. Also es ist wirklich, wirklich eine schwierige Entscheidung. Wenn ihr die Karte aber cutten wollt, dann habt ihr damit jetzt offiziell Platz für den dritten Alekino. Nice. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Cuttet irgendwas anderes oder spielt 41. Aber ich hasse 41 Karten. Ich kann das nicht ab. Deswegen spiele ich 40. Traps, 3 Horror. Diese Karte. Insane. Ich habe mich nochmal versichern lassen, dass es wirklich so funktioniert. Ja, du kannst diese Karte equippen und dann, wenn der Gegner nichts mehr einzuwenden hat, kannst du direkt sagen, auf Resolution, anderer Effekt von Horror House, Book zu, die ist weg, scheißegal. Again, gegen Tri-Brigade. Gegner macht Normal Sum Fractal, ich mach Horror House, wird zugedeckt. Nice, okay, und jetzt? Pass Turn, nice. Gegner Special Karas, Horror House, nice. Gegner hat Karas auf dem Feld, ich habe kein Horror House, also Gegner hat irgendwie Horror House gebaitet, keine Ahnung, oder Tri-Brigade zu direkt. Er normalt einen Zodiac. Horrorhaus, Zodiac face down. Er benutzt einen, er special Karas, benutzt seinen Effekt. Cross Domination. Turn beendet. Es ist so insane. Es ist halt actually wirklich insane. Also, es funktioniert halt auch einfach gut zusammen. Diese Interactions ergänzen sich gut. Das ist einfach nice. Es ist einfach nice. Imagine Musket hätte einen face down.
Also Imagine Musk hätte einen suchbaren Book of Moon. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich für diesen Stack haben will. Ich glaube, wir brauchen Horrorhaus für Musket. Also basically Book of Moon für Musket. Das wäre insane. Das am besten nochmal als Trap, damit wir öfter alle Kinos bashen können. Ja, das wäre schon nice. Aber bitte nicht eine Counter-Trap, sondern... Ne? Doch, wobei... Egal, wie auch immer. Wir brauchen Musket Book of Moon. Petition an Konami, bitte macht das. Ein Cyclocoaster. Bin mir unsicher mit der Ratio, halt... Sucht basically nochmal alle Kino, ne? Oder wie war das? Genau, und ist Spell Trap Removal, I guess. Was mich halt an der Amazement Engine stört, ist, wenn der Kram hier im Friedhof liegt, dann ist er weg. Dann könnt ihr mit einem Kino banishen und dann ist er weg. Irgendwann kommt halt nichts mehr. Aber actually, kein Game ist so lange bei mir gegangen, als dass ich wirklich kein Target mehr für alle Kino im Deck hätte. Tatsächlich, das ist nicht passiert. Noch nicht. Also, es kann halt so schnell die Games schließen, aber ich mache mir halt Sorgen, dass wenn es mal nicht so schnell die Games schließen kann, dann hat Alekino einfach keine Targets mehr im Deck, weil ihr nur 4 Fallen spielt. Das ist voll kacke. Deswegen, ich weiß aber nicht, Cyclocoaster macht halt auch nicht so viel. Keine Ahnung, ich bin mir wirklich unentschlossen. Aber eine habe ich halt gemacht, weil das war so die eine Karte, die ich am ehesten cutten wollte. Abgesehen vom dritten Alekino. Ich wollte ja nicht 0 davon spielen, das wäre Schwachsinn. Also, keine Ahnung. War okay auf 1, weil halt viele Listen das auch auf 1 spielen, habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert, war okay. Ich weiß aber nicht, ob mir das so perfekt gefällt. Ich habe halt andere Races auch noch nicht getestet, aber sowas in Ordnung. Musket Traps, 3 Last Stand, 3 Desperado, 1 Dancing Needle und einmal die Nutzlose. Die kam nicht auf, deswegen sage ich, cuttet die und packt dafür Calamity rein. Das sind halt actually die Changes, die ich machen würde. Macht dafür Calamity rein, dann könnt ihr besser grinden, da habt ihr ein Target für Starfire, dann könnt ihr auch Double or Nothing drin lassen. Wenn ihr sagt, ich möchte trotzdem nicht mit Double or Nothing spielen, dann packt die Karte raus, macht ein Alekino rein. Im Extra Deck ersetzt ihr Utopia Double und Utopia durch irgendwelche anderen guten Xyz-Monster und dann passt das auch schon. Ja, spielt halt, wir maxen halt wieder aus bei Last Stand. Ich habe ja, glaube ich, in den letzten Deck-Profiles mal gesagt, oh, vielleicht könnte man die auf 2 cutten, weil das ja manche Leute auch machen, aber im Endeffekt, nein, es laufen wieder viel zu viele Traps rum. Ich habe damit sehr, sehr viele Solemn Strikes annulliert und allgemein, ihr könnt damit alle Kino triggern und das ist insane. So, mein Deck 40 Karten, wie geht's? Oh Gott, das alles gut, war nur ein Collector's Rare Unicorn und ein Cerberus, ein Super Rare, also alles gut. Ah. Ist ja nicht so viel wert. Anyways, machen wir weiter mit dem nächsten Zeichen. Wir haben einmal Bambozling Gossip Shadow. Kommt bestimmt auf. Ich habe hier einfach jedes Mal mit Prosperity gebanished. Same goes for Baguska. Habe ich halt früher gespielt. Ich habe legit ein altes Extra-Deck genetdeckt und kleine Changes gemacht, weil ich kein Lightning mehr habe. Beziehungsweise, weil ich einen habe in Ulti, aber den will ich loswerden, weil der scheiße teuer geworden ist. Wenn ihr ein Lightning-Ulti wollt, schaut bei mir vorbei auf Kartenmarkt. Gucken, Gott. Ah. Utopia Double Package kam nicht auf, wie gesagt, ich habe einmal fast Utopia Pass gemacht. Warte, habe ich nicht sogar Utopia Pass gemacht? Ja doch, ich habe mit Utopia angegriffen und habe ich einen Zeus draufgelegt. Apropos Zeus, einmal Double A Sus. Starlight. Wer mein letztes Video gesehen hat, ja. Und nein, der ist nicht Double Sleeved oder so. Das hat mich furchtbar gestört, dass die Karte so viel dicker ist als alle anderen, wenn ich die in Double Sleeve. Und ich will nicht alle anderen Double Sleeven, zumal ich nicht 15 Kondomhüllen habe. Und das fühlt sich einfach kacke an. Deswegen sage ich, fuck it, spielen wir einfach einmal gesleeved. Ah, ich habe jedes Mal ein bisschen... nicht Herzklopfen, aber... Oh Gott. Aber ein bisschen ein unwohles Gefühl, wenn ich den aushülle und in eine neue Hülle packe. Vor allem, weil ich schon sehr, sehr viele Rückseiten, so die Ecken von Karten ruiniert habe beim Einhüllen. Ich kann euch jetzt bestimmt hier spontan einfach irgendeinen aus dem Extra-Deck rausholen und zeigen, wie... Guck mal hier, wie kaputt ich hier eine Ecke gemacht habe, weil ich das doof eingehüllt habe. Warte, oben sind nicht die Ecken, die ich kaputt mache. Ich mache die unten kaputt mit dem Einhüllen, hier zum Beispiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von mir passiert ist. So. Ja. Und betet einfach mit mir, dass das mit dem Zeus nicht passiert. Aber wie gesagt, sobald der einen günstigeren Reprint für, weiß nicht, 20 Euro oder weniger kriegt, werde ich die Starlight eh in den Ordner verlegen. Ja, und jetzt reden wir über die Karte an sich und nicht über die Rarity. Insane, so was gibt's dazu zu sagen. Zeus ist unfair, der sollte probably gebannt werden, sind wir mal ehrlich. 3 Max, apropos unfair. Oh, Digga, die Karte ist so insane. Diese Karte ist so insane, es ist so free, es ist so lächerlich. Ohne die Karte wäre Musket halt nicht mal halb so gut. Oh mein Gott, der ist so fucking gut. Der kann searchen oder specialen, es ist so gut.
Diese Combo hier, ich habe meistens Affenmax gebanished mit Prosperity, wenn ich ihn zweimal resolved habe, aber Security Dragon, die Gears würde ich immer drin lassen, einfach aus Sicherheit. Haha, Sicherheit, Security, hahaha, versteht ihr? Die sind actually wirklich gut in Musket und den hier ist so ein extra Step, den ihr gehen könnt, wenn ihr wollt. Macht man aber meistens nicht. Die habe ich immer gebanished. Ja, und die als Collectors wäre. Junge, die steigen einfach nicht. Das kotzt mich voll an. Warum steigen die nicht? Ich verstehe es nicht. Die habe ich nicht. Die sind nicht mal irgendwie beschädigt geworden oder so, obwohl ich die jetzt schon seit Monaten spiele. Ich verstehe es nicht. Wollt ihr Collectors Rare Nightmares für über Marketpreis kaufen? Dann schreibt mich auf Discord an. Hahaha. Ha. Bestimmt wollt ihr das. Hä? Hab ich recht? Ja. Side Deck. 3 Phantasmay. 3 Tonglinus Lanze. 2 Blau. 3 Cosmic, 3 Hatronate, 1 Feather Duster. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, dass ich das Side-Deck zusammengeworfen habe, so wie üblich. Ich habe eigentlich auch meistens kein Side-Deck gebraucht, denn das Main-Deck kann eigentlich mit jedem Deck klarkommen. So, die Side-Deck-Karten sind einfach free, wenn ihr die habt. Bloß ihr habt Prosperity, um da reinzuziehen. Wenn ihr also sagt, okay, ich spiele gegen Tribal Gate und möchte ihm ein extra schweres Leben machen, obwohl ich so oder so schon ein gutes Matchup habe. Oder, weiß nicht, ich spiele gegen Edignista und ich bin jetzt mal ganz lustig. Prosperity at Gamesi werde ich gerne machen. Dann seid ihr halt die rein. Oder seid Lance hier rein gegen Tribal Gate oder so eine Scheiße halt. Das ist in Ordnung. Ja, oder gegen, keine Ahnung, Striker im neuen Format, weil das ja Leute spielen werden. Könnt ihr für Tesme rein sein. Das ist auch free. Also, ja, keine Ahnung. Macht, wie ihr lustig seid. Wenn euch das Ganze gefallen habt, dann lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann mir egal. Honestly. Die Views gehen gerade ein bisschen runter. Ich glaube, es liegt daran, dass ich inaktiv war. Ich hoffe, es liegt daran, denn ich werde jetzt nicht mehr inaktiv sein. Ich hoffe, die Zahlen gehen wieder hoch. Ansonsten werde ich wieder ganz depressiv und ritze mich wieder. Ah, also abonniert, damit ich mich nicht selbst verletze. Es kommen 2 weitere geile Deckprofiles irgendwann im Verlauf der Woche. Mal sehen, wie schnell ich bin mit Schneiden. Im Notfall kommt auch erst Anfang nächste Woche. Halt einfach den Mund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tüdelü.